Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Der Marsch. Wir werden jetzt von den Fendt zurückfahren zum Hof. War leider etwas schwach für den Flug hier, ne? Mit 10 Meter Arbeitsbreite. Fahren wir zurück. Wir suchen uns andere Arbeiten. Da jetzt alles läuft soweit, können wir heute noch was verkaufen. Ich werde mal schauen, dass wir zur Brauerei fahren und da verkaufen. Zum Milchhof. Zum Schlachter. Pellets weg. Die Dinger werde ich mal jetzt abklappern. Stück für Stück. Dass wir ein bisschen Geld verdienen. Da können wir noch ein Stück Land kaufen, Acker oder so. Ne? Denn wir haben ein bisschen Zeit, was zu ernten. Das kann man noch mitnehmen. Aber müssen wir verkaufen. Ne? Also Waren verkaufen, ganz wichtig. Sonst geht es nicht voran. Feld 15 muss gepflügt werden. Neu gekauft wurde, war nicht gepflügt. Muss gepflügt werden. Da ziehen wir immer durch. Und später dann noch gekalkt werden und die Aussaat vorbereiten. Wahrscheinlich Raps. Mal sehen. Feld 12 wird gegruppert. Da auch wahrscheinlich Raps. Große Felder. Müssen wir sehen. Ja, was ich machen wollte, ist noch eine Fabrik bauen für Diesel. Ja. Ich möchte also vieles, aber ich muss mein Geld dafür verdienen. Wir sind ein bisschen verschuldet, ganz leicht. Mit Geld gepumpt. Könnte man noch einen Koffer zulegen. Aber das machen wir aber nicht. Der kann da hinten mal in aller Ruhe arbeiten, der Koffer, bis er fertig ist. Also, Originalzeit 1,5 Stunden. Reelle Zeit. Ja, das dauert halt, ne? Ist auch ein recht großes Feld, die 12. So, Strom wird noch gearbeitet hier. Da fährt er gerade. Und wir werden gleich einen LKW reinsprengen und dann, nachdem wir den Strom abgeladen haben, bei der Futterbischanlage, werden wir Sachen verkaufen. So, den Fendt, den fahren wir erstmal in der Garage rein für. Nö. Dafür für schwere Traktoren nicht. Und Düngen auch nicht. Stellen wir hier rein. Links. Ich muss ein bisschen sortieren. Traktoren. Die einen Flug ziehen könnten, ne? Oder Traktoren. Dann die bestenfalls für die Aussaat geeignet sind oder für einen Anhänger ziehen. Ne? Der Fendt ist eher so ein Traktor für, ja, vom Warm wegfahren, vom Feld weg. Ne? Gut, er kann auch diesen Lampen auch ziehen, das geht auch. Aber hier in der Garage sollen eigentlich Dings rein. Ja, Maishäcksler gleich noch da. Die anderen rein, ne? Die schweren Fahrzeuge halt. So, LKW. Da. Düngeproduktion läuft noch. Ich brauche nämlich was für Thüringen. Einmal verkauft habe ich schon. Kommen wir nicht weit. 16.000. Naja, gut. Und hier haben wir jetzt. Saatgut habe ich auch schon verkauft, aber war nicht viel. 15.000. Ja, das ist schwierig. Das ist Folge Nummer 5. Muss reichen, sag mal so, ne? Dann muss man da was zukaufen. Schon längst viel früher machen können. Wo Dünger eigentlich ganz gut raus. Ach, wir haben auch Dünger noch im Lager drin, ne? Ja, das werden wir rausholen. In unserem Lager haben wir noch Dünger drin, das werden wir nehmen. Wäre ja blöd. Lass den jetzt produzieren, in aller Ruhe. Das bringt auch Geld ein. Wir haben hier ein Lager im Dünger drin und Saatgut. Also wir haben schon mal was eingefahren hier. Vor langer, langer Zeit. So. Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais. Saatgut. Mit dem kommen wir schon ein ganzes Stückchen hin. Wir sind schon drüber gefahren. Ich muss mal den globalen Markt probieren, ob ich da nur die Waren im Prinzip
einzeln einkaufe und erst dann in mein Lager fahre und dann nächste Woche nachkaufe, oder ich muss dann mal echt den Original bauen, so wie hier. Weil der verursachte Abstürze, immer wenn ich da jetzt was holen will, bis ich einem Menü erscheint, sucht dir die Ware aus, dann geht nichts mehr, ne? So. Futter haben wir da genug, Silage. Silage kommt dann, ja, geht auch. Dünger. Dann haben wir zwei Fuhren. Locker. Dann können wir da die Ausfahrt machen, ne? Da muss ich ja auch komplett alles neu aussehen. Also von zwei Feldern Mais wollte ich machen, dass ich zwei BGHs betreiben kann und zwei, ja, bisschen Klee, ne, und so was alles. Aber Klee und nur die kleinen Felder, da will ich mal probieren. Ja, und dann wollte ich mal sehen. Ja, Zwiebeln und so ein Zeug, ne. Aber verkaufen halt da, ne, also das werden wir jetzt nicht rüberbringen. Bin zu weit weg. Wir haben kein LKW. Mit ein bisschen was hören wir schon. So. Gehen wir nach vorne. Ja, ich schau mal, morgen ist Sonntag. Ich will ja noch ein paar Aufnahmen machen mit Kettle und Kopf. Da gab es gestern ein Update. Klein, Hotfix. Das ist gut. Dann entwickelt sich was, ne? Dann reparieren sie Fehler. Das ist ganz gut. Das ist immer ganz gut, wenn das gemacht wird. So, Dünger. Verkaufen. Dünger bringt ja viel ein, ne? Das ist mal so eine Sache. Und Saatgut. So, dann haben wir schon mal Geld verdient. Jetzt können wir mal sehen. Ne? Jetzt kann man sehen, dass. Oh. Komm ich drauf. Achso, hier. Unsere anderen Waren verkaufen, ne? Gut, aber mal aufpassen. Das ist nämlich gar nicht gut, wenn wir hier die Deichsel abhauen. mit dem Gerät. Weil ich möchte ja sowohl unsere Anhänger da hinten. Stand der ohne Traktor oder mit LKW? Ja, der hatte LKW gehabt. Ja, dann fahren wir jetzt zurück, ne? Oder fahren wir mal halt hier vorne hin, rechts. Hier war eine Kante. Wenn wir einen dran haben, dann müssen wir keinen extra holen. Wo ist er da? Stroh laden wir hier aus. So. So. B. Mal gucken, wo das Ding ist, ne? So. Drückt meistens verkehrten Buchstaben. So. Stroh voll? Ja, fast. Hätte auch Strohballen auf 8000 machen können. Liter meine ich. Dann wären wir hier nicht so oft gefahren. Jetzt haben wir alles soweit. Ne? Stroh, ja gut. Bei nächster Gelegenheit Heu. Oder war ich gerade stark? Der ist fertig. Wie gesagt, der muss jetzt
hier bleiben und warten, dass wir gleich normal düngen können, ne? Das meine ich mit diesen 20%, dass in diesen Kurven nicht so eine Stellen drin bleiben, ne? Na gut, mal schauen, wie es aussieht. Gewisse Winkel sind ungünstig. So, den nächsten. Jo, der ist fertig, ne? Lassen. Wir wollen was verkaufen, das ist viel wichtiger. Sonst kommen wir jetzt zu nix. Bei 13 werden wir Stroh sammeln, theoretisch, aber gut. Hat Zeit. Wie gesagt, Stroh haben wir so viel. Da ist es nicht zwingend notwendig, da alles zu holen. Wir fahren jetzt erstmal. Pellets werden wir im Winter verkaufen. Ja, also. Erstmal fahren wir zur Brauerei. Meistens wollen ja Fußballer Bier haben. Ne, da kommen wir da hin. Das ist so. Arbeiten nur zwei: eine Flüt und eine Gruppe. Das ist gut. Und da muss ich die Fahrzeuge alle wieder zurückschicken. Bei Gelegenheit. Oh. Das ist ein schneller LKW, ne? Die sind recht stabil, da muss man sagen. Also ich habe bisher bei vier LKWs, muss ich sagen, die brechen leicht aus. Der ist recht stabil im Fahrverhalten. Gut, wenn man einen Zaun gegen fährt, nicht, ne? Das ist oft, weil ich immer so sage, wenn ich einige Autofahrer so fahren sehe, die holen aus, als wenn die LKW unter dem Arsch haben, ne? Also kann ich verstehen, wenn das so gewohnt ist. Hier ist der Hopfen. Ja, gut. Der braucht noch ein bisschen. Ja, mein Wald. Ja. Auf jeden Fall Bäume. Ich glaube, in 4 Jahren ist das soweit. Noch lange hin. Hier sind aber Stumpfen. Die müssen auch noch weggemacht werden. Ja, irgendwann mal. Wenn jetzt hier Platz ist für Wasser, könnt ihr Wasser fahren. Wenn ich reinkomme. Die Einfahrt ist etwas ungünstig gewählt. Also von der Straße direkt am. Die habe ich ja selber gebaut, ne? Ja. Gucken wir mal nach, was wir da haben. Hopfen ist alle, was habe ich da an Geld? Das ist schlecht. Hopfen ist alle. So. Das ist leider so, ne? Das ist das Problem. Wir haben zu wenig Hopfen. So. Maximum erzeugen, hinzufügen. Das wollte ich nicht haben. Ja, da gibt es auch bei uns viele Probleme, dass die eine Brauerei Konkurs ist oder insolvent. Ja, gut, ich sag mal, zu Hause trinken wir nach wie vor ihr Bier. Aber das Gaststättengewerbe ist eigentlich nicht wiederzuerkennen. Da wird es noch vielen schlecht gehen. Weil der muss ja Absatz haben, ne? Und uns kannst die ganzen Produktion lohnt sich da nicht, ne? Wo ist denn das Bier hin? Hab ich nicht erzeugt? Nein. Nö.
So, Maximum. Zeugen. Das ist mein Geld. Hopfen alle war das ja richtig ärgerlich. Aber das ist normal. Das ist das erste alle will. Heizen habe ich noch genug drin. Bin ja gespannt, ob ich das am Feld runterkommt. Brauche ich ja mindestens 2-3 Millionen, ne? Lieder. Wasser ist noch, ja, gefüllt. So, aufladen. Paletten. F1, Paletten, Y. Rundballen. Holzpaletten, Eierkartons, Baumwolle. Paletten. Ich muss den Ballenwagen mal wieder waschen und mal, ja, waschen wäre nicht verkehrt. War das hier? Ach hier, der Nachbar. Wenn man gleich mal hier komplett, mit den Temperaturen muss eigentlich der Bierabsatz nicht gut laufen, dann wird der Preis hoch sein. Das ist jetzt Folge Nummer 5. Die Zeit rennt auch noch weg. Der Wahnsinn. So, 20 und nochmal 20. Jetzt rausfahren. Ja. Die Halle ist hier. Zack. Maximum und Zeugen. Dann haben wir noch ein bisschen. Eine Fuhre ist an dem anderen, Flaschenbier. Kann man auch was machen, mal verkaufen. Und leider habe ich auch wieder 600.000 ausgegeben für Hopfen, ne? Das ist man, darf man nicht unterschätzen. So. Das passt sogar. Gut, die Marke ist nicht die gleiche. Aber gut. Wo fahren wir das hin? Bier. Bierfass. Oh, die zahlen nicht viel. Stadion. War die Konkurrenz hier? Kein gesehen. Mal aufpassen, wenn die Hopfen reinfahren. Hopfen kostet viel Geld, also muss ich sehen, wie das am besten funktioniert. Da nicht mal irgendwann mal die Produktion erweitern, ne? Also mehr Felder für Hopfen. Muss ich sehen, dass ich auch Felder in Kauf kriege. Dass ich im nächsten Jahr ein paar große Felder für Hopfen nehme. Heißt, Raps wird zu spät, das wird kriegt ja nicht mehr geerntet. Die Rapsfälle gehen dafür nicht. Das Rübenfeld, ja, kann man nehmen von jetzt für Hopfen, aber nur ein kleines Feld. Aber das kann ich ja nur im Frühjahr auch sehen, das ist das ganze Problem. Muss ich schauen. Ich hätte erstmal das salzige Fleisch schicken sollen, ne? Da hätten die mehr Durst gehabt.
Wäre eine Option. Ja, die großen Felder sind einfach zu bedienen. Ne? Da hast du halt, kriegst du hin, lässt ihn arbeiten und dann kann er machen und tun. Ja, da musst du nicht drum kümmern, da hast du eigentlich dann eine Weile Ruhe. Die ganze Weile. Und bei den kleinen Feldern geht dauernd los. Hier, ich bin fertig, So. Decken auch nicht selbstständig. Die fahren nicht zurück zum Hof, die bleiben mal stehen. Stuhl. Ja, so ist das halt. So, Bier. Also das bringt ja ein bisschen was ein, ne? Zumindest mein Weizen ein bisschen veredelt. Na, Platz da. Ja, der ist unverwundbar. Der muss ein Schutzschild haben. Oder hat eine andere Dimension. So. Verkauft er alles? Baggern tut ja alles, ne? Mal gucken, ob er auch alles verkauft. Da klingelt die Kasse aber. Da verkauft alles. Lack. So. Flaschenbier. Flaschenbier wartet. Oh, Überlänge. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Mit dem Arsch. Mit Bierverkauf. Das waren mal rund 4000. Hopfen hatten sie wieder eingebracht. Hopfen musste ich. Ja, dann werde ich mein Hopfen wieder refinanzieren, ne? Okay, okay, ist nicht anders. Tschüss.